Was ist das hier für ein Scheißort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ich sehe mich mal um. Kommen Sie mit. Ich könnte wetten, Carver dreht wohl durch. Ja, klar. Ja. So, ich glaube, ich werde mal die Teile, wo ich echt ewig beim Werkbank verbracht habe, rausschneiden. Ja, das Beste. Ja. Und bei Gelegenheit solltest du im Journal auch mal wieder auf die Koop-Mission wechseln. So. Ab durch die Tür. Schon auf. Okay, schön. Ach, Scheiße, klingt das Ding eher fest. Und jetzt? Was? Nein. Dylan? Maisek, sehen Sie das auch? Nein. Was? Was denn? Und Carver ist gerade am Durchdrehen. Maisek! Und Eisel sagt nichts. Bitte was? Der Isaac sagt ja nichts. Also ich habe gerade an der Wand von dem Aufzug das Bild von einer Frau mit ausgestochenen Augen gesehen. Wunderbar. Und wie Säurebad? Ist das gut? Das Säurebad habe ich auf den Telemetriebolzen, also auf das untere Tool. Das habe ich bis jetzt noch nicht verwendet. Aber da ich ja weiß, wie das ist, kann ich dir sagen, das ist gut. Siehst du hier auch? Oh. Nein, ich sehe hier gar nichts. Komm durch die Tür. Also ich sehe hier überall Partyhüte und Geschenkpaket. Hier ist sogar ein kleines Feuerwehrauto. Ist bestimmt ein verstorbener Sohn. Okay, Cover der Bolz. Okay, das Säurebad bringt es doch, weil alles, was schön grün leuchtet, ist angespuckt mit Säure. Muss die Frau wieder vorgehen? Dylan! Jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Da kommt noch was. Okay, ich finde die ganze Partyzubehör, was hier überall rumliegt, finde ich ein bisschen gruselig. Was für Dinge? Hey. Hey, John, du sagtest, du würdest für 3 Stunden weg. Hier liegt das über... Machen 3 Tage.
Wo ist er? Vielleicht zur Abwechslung mal. Wieder Albtraum? Jede Nacht. So wie immer, wenn du verschwindest. Sei nicht so streng mit mir, Damara. Ich bin beim Militär. Da kommt sowas vor. Ach ja? Ich habe mit Commander Hartley gesprochen und weißt du, was er sagte? Dass du beurlaubt seist. Ah, mir reicht's. Hey, wo willst du hin? Schon wieder abhauen? John! John! Gott verdammt! Hast du die Textnachricht auch gerade gehört? Ja. Du hast das hier doch abgespielt, oder? Ja, aber es hätte doch sein können, dass du es was ganz anderes gehört hast als ich. Also ich sehe hier gerade einen mannsgroßen Zinnsoldaten. Und ich sehe gar nichts. Okay, Kava halluziniert, aber nochmal hier dieses ganze Party-Deko. Die Party-Deko ist gruselig. Oh, da sind diese hässlichen, böse, noch bösere Viecher wie beim ersten Teil. Nicht auf dich, ich schieße auf die Monster, die hinter dir stehen. Für einen Riesensalat. Ich konnte das Ding vorhin nicht rausnehmen. Ja, das ist während der Kampfsequenzen gesperrt. Ich habe gerade das ganz blöde Gefühl, dass Carver von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Meinst du? Ja, weil... Er geht dir nicht auf den Weg, John. Er ist nur verängstigt wegen dem letzten Mal. Du solltest mal mit ihm reden. Ich habe schon genug Schaden angerichtet. Aber das kann sich ändern. Du kannst dich ändern, John. Wie denn, Damara? Wie mache ich rückgängig, was ich getan habe? Wie vergesse ich, was ich gesehen habe? Wie mache ich die wieder lebendig, die ich getötet habe? Verliert man seine Seele, ist sie weg, aber man bekommt sie nie wieder zurück. Das war's dann? Du gibst einfach auf? Ich habe vor langer Zeit aufgegeben. Oh, das ist so traurig. Okay, hier stehen jetzt Tiger. Das sind Soldaten. Ja, genau. Wieso rede ich nicht mit dir? Gerichtes Ejektionsfeld. Ah ja. Warum rede ich nicht mit dir, hä? Ich habe keine Ahnung.